Hallo und herzlich willkommen hier zurück in der Karibik in unserem Traumschiff. Ja, mehr oder weniger. Ein bisschen heruntergekommen ist unser Traumschiff, aber ihr seht, ich bin genau dort, wo die letzte Folge geendet hat. Aber es ist relativ viel Zeit zwischen der letzten Folge und dieser Aufnahme vergangen. Ich habe eine kleine Aufnahmepause gemacht. Und da steht noch unsere Hütte. Zwischenzeitlich waren die Entwickler richtig fleißig. Also da Respekt. Muss ich sagen, ziemlich cool. Es gab ein Patch. Wir sind jetzt in der Version nicht mehr 0.0.1, sondern 0.02. Und nicht nur, dass es die 0.02-Version jetzt gibt, sondern gleich auch noch ein Hotfix hinterher. Wie das so ist. Erst das Update, dann hinterher noch ein Hotfix. Das ist ja mittlerweile Standard geworden, glaube ich. Und ja, somit haben wir einige Neuerungen. Die eine ist, wird man jetzt vielleicht sogar schon sehen. Genau, man wirft nicht mehr so weit. Also ich kann jetzt, ne, also die Kraft beim Werfen ist nicht mehr so stark. Man wirft also nicht mehr seine ganzen Kokosnüsse durcheinander, wenn man eine dort reindonnert. Das ist schon mal eine der weniger spektakulären Änderungen, aber eine ganz spektakuläre, die zeige ich euch jetzt schon direkt. Müsste zumindest gehen. Ich hoffe es jetzt. Ich habe es noch nicht. Jawohl. Moment. Ah ja, also diese. Die Betten sind jetzt hier, wie soll man sagen, man kann sie mehr oder weniger durch die Gegend tragen. Ich baue das jetzt da oben noch nicht rein, weil da ja noch die ganzen Säulen da, diese Sticks im Weg sind. Aber man kann jetzt, zugegeben, perfekt ist die Lösung noch nicht. Schöner wäre es, wenn man wieder diesen Building-Bildschirm bekommen würde, wo man also den zum Platzieren von Objekten wieder bekommt. Aber mit so ein bisschen, naja, Feingefühl, sage ich mal, geht es. Und man kann jetzt auch hier einfach, ich habe doch meine Maus gar nicht mehr gedrückt, warum? Man kann auch einfach die Gegenstände so scheinbar hier durch die Gegend schieben. Ah ja, okay. Also ich kann auch einfach dagegen laufen, was natürlich ein bisschen unpraktisch ist, wenn das aus Versehen passiert. Also, das ist eine Neuerung. Immerhin, wir können jetzt das Bett in unserer Bude platzieren. Ich sage mal, das ist schon mal viel wert. Dass es jetzt noch nicht so komfortabel ist, ist die andere Sache. Aber da denke ich, wird noch dran gearbeitet werden. Das war jetzt auf jeden Fall mal Schritt 1 sozusagen in die richtige Richtung. Ja, und ansonsten gibt es noch ganz viele kleine und große Anpassungen. Ich würde es einfach gerne mal durchgehen, auch wenn es vielleicht nicht so super spannend ist. Die Uhr, die ist jetzt näher und angeblich ein bisschen anders in der Grafik oder in der Auflösung oder wie auch immer. Nur ja, jetzt nicht so dramatisch. Sie zeigt jetzt seit neuestem auch die Temperatur an. Und das ist eine der anderen großen Neuerungen. Es gibt jetzt ein Temperatursystem, was hier eingeführt wurde, was aber wohl zunächst einmal nur einen informativen Faktor hat. Wir haben jetzt also 74 Fahrenheit. Das können wir umstellen angeblich. Ich schau gerade mal. Temperature Units, Celsius. Ja, hier bei der Information können wir sagen, ob wir die Item-Namen angezeigt bekommen wollen oder nicht. Show Crosshair. Ne? Keine Ahnung. Egal. Also dann machen wir kurz Apply. Und dann gehen wir da mal wieder raus. Da. So, und jetzt müssten wir eigentlich. Genau, wir haben 24 Grad knapp. Und das ist jetzt also, wie gesagt, implementiert. Auch, dass das Wasser in der Tiefe kälter wird als oben. Da haben sie sich wohl irgendwie an den Werten im Pazifik orientiert, die es in der Karibik so hat. Und werden das dann nach und nach implementieren. Wohl auch jahreszeitabhängig. Wobei, ja doch, da unten, 25. Januar. Also auch dort wird das dann Einfluss haben auf die Temperatur. Und später dann eben umso mehr darauf, wie wir uns so fühlen, beziehungsweise ob wir krank werden und dergleichen, wenn wir eben nass sind und es kalt wird, weil Regen oder weil, keine Ahnung, die Temperaturen mal in den Keller stürzen, warum auch immer, wegen Nebel vielleicht und so weiter und so fort. Das also ist ein ganz großes neues System und wird in Zukunft noch weiter ausgebaut werden. Es gibt neue Viecher, die allerdings werden wir vermutlich hier nicht auf dieser Insel finden, sondern müssen wir uns in neue Biome begeben, in neu generierte, also bisher noch nicht betretene Inselbereiche. Es gibt Wasserschildkröten. Es gibt Lionfish. Ich habe hier das gerade mal nebenbei offen. Den Black-Tip Reef Shark, also neuen Hai. Ein Schwarzflossen. Black, nee, Schwarzspitzen-Riffhai oder sowas. Also diese klassischen in der Karibik anzutreffenden Riffhaie.
Dann sind wohl einige Schiffwracks, die nicht mehr auf der Insel spawnen. Vielleicht auch dieses, ich weiß es nicht. Bei den Crabs ist es so, dass man weniger Krabben wohl findet, die aber mehr Kalorien bringen und die Kochzeit sich verringert hat. Also es ist saumäßig viel. Man kann jetzt Türen herstellen. Da müssen wir uns noch schauen, anschauen, wie das geht. Man kann... Sorry, dass ich jetzt hier nur rumstehe, aber ich denke, es ist doch ganz spannend, mal zu sehen, was da alles Neues hinzukam. Es gibt jetzt Stingrays, also Stachelrochen. Es gibt Cloth kann man finden und daraus kann man Bandages herstellen, wenn man verletzt ist oder sich vielleicht irgendwas gebrochen hat oder dergleichen. Ja, ansonsten gibt es viele Bugfixes, was das Kochen betrifft, beispielsweise von, wenn man Eimer findet und Wasser abkochen möchte, oder wenn man, oder der Airtank wurde gefixt, der war wohl vorher unendlich. Coconuts, adjusted the coconut spawn amount. Da müssen wir mal gucken. Ich glaube, wir hatten hier ja alles abgeerntet. Ich kann es jetzt leider, es ist ein bisschen dunkel, nicht genau sehen. Ja komm, lass mich los. Hallo? Das war jetzt, irgendwie hat er ja an der Palme geklebt, wie festgepappt hier. Ja, und das Heftige ist, die Haie sind jetzt insgesamt aggressiver und reagieren auch aggressiver auf Aktionen vom Spieler. Das heißt also, wenn ich einen Hai angegriffen habe, habt ihr vielleicht auch in einem anderen Let's Play oder irgendwie schon mal gesehen oder gehört, dann ist das so, naja, der hat sich nicht wirklich für einen interessiert, ist dann weitergeschwommen oder geflohen sogar. Jetzt ist es wohl so, dass er Aggression bekommt und dann wird das sicherlich nicht ganz so gemütlich enden. So, wir hauen uns mal wieder ein Frühstück rein. Und dann müssen wir hier mal weiterbauen, ne? Genug. Es gibt noch viele, viele andere Änderungen, die seht ihr alle, wenn ihr auf die Steam-Seite geht von Stranded Deep, dort aufgelistet. Da ist dann noch jede Menge anderer Kram, aber ich denke, das Wichtigste für uns, insbesondere hier für das Spiel, die wichtigsten Infos hatte ich dann jetzt schon. Ach nee, nicht ganz. Bei den Sounds haben sie auch ein bisschen überarbeitet. Werden wir dann vermutlich gleich noch erfahren. Hier habe ich noch eine Drinkable Coconut. Ich werfe nochmal eine dazu. Ich glaube, ich brauche jetzt nicht drei Stück essen. Werden wir gleich mal sehen. Die Rudergeräusche haben sie wohl angepasst, was sehr sinnvoll erscheint. Dieses Swoosh da, dieses, was man hier jetzt beim Schlagen hört, das war ja beim Rudern auch. Und ich muss sagen, auf Dauer schon ziemlich nervig. Wir haben wieder Nebel. Jetzt, wo ich mir dachte, hey, wir können gleich mal aufbrechen, haben wir wieder Nebel. Das Spiel setzt fort, dass es begonnen hat. Na komm, hauen wir uns doch noch die dritte rein. Die Respawn-Zeit von Kartoffeln wurde auch angepasst. Da müssen wir also vermutlich mit weniger auskommen und mir scheint, als hätten sie bei den Kokosnüssen es auch angepasst, dass die jetzt nicht mehr gar so viel Kalorien wiederherstellen. Das schmeißen wir mal darüber. Hier sind so einige Kokosnüsse rübergefallen. Ach nee, ich glaube, die haben wir rübergenommen, weil wir dann die Sachen dort sonst nicht platzieren konnten. So, hier war doch irgendwo eine kleine Kartoffel immer. Ist vermutlich noch nicht nachgewachsen. Überhaupt finde ich es toll. Rock. Cool. Überhaupt finde ich es toll, dass wir nicht einen neuen Spielstand anfangen müssen, sondern tatsächlich mit dem Spielstand, den wir hatten. Hier sehen wir so eine kleine Yucca, die wächst auch noch nach. Die war ja sonst nachgewachsen, bevor man sie quasi weggehauen hat. Oh, hier sind Krabben. Hier war eine Krabbe. Die sind seltener, deutlich seltener, wie es scheint. Hier ist auch noch eine. Schön, okay. Was wollte ich eigentlich jetzt sagen? Irgendwo war ich mittendrin und habe wieder aufgehört, ich weiß. Ich habe meinen Faden wieder verloren. Super toll. Stein haben wir auf jeden Fall schon mal. Achso, ich wollte nach den Kokosnüssen mal gucken, ob die respawnen. Wir hatten hier ja alles abgeerntet, glaube ich. Tja, da sehe ich jetzt keine. Und hier? Da ist eine. Da ist eine. Hat man die jetzt übersehen oder ist die nachgewachsen? Hm.
Okay, also Palme 1 hat nichts, Palme 2 hat nichts. Palme 3, die wir hier vorne hatten, hatte definitiv auch nichts mehr. Hier liegt noch unser ganzes Gerümpel, also es ist echt schön. Wir haben unseren Spielstand weiterhin, könnten hier weitermachen, wo wir aufgehört haben. Das Einzige ist halt, dass wir in die neuen Biome müssen, um neue Kreaturen zu finden. Gut, also das war's mit Kokosnüssen. Respawn ist noch nicht. Die musste ich erstmal wieder abernten, bevor... Raschel, raschel, ist ja gut. Bin doch schon... Raschel, raschel, raschel. So, und dann werfen wir die Kokosnüsse hier mal in unser Lager. Von euch kam ja der Vorschlag... Ich glaube, das werde ich auch so machen, wenn ich das hier gerade schon wieder sehe, wie die Kokosnuss abhaut. Von euch kam ja der Vorschlag, da oben im Führerhäuschen des Schiffes... das Essenslager zu machen. Ich finde, das ist keine schlechte Idee. Das sollte zumindest nicht schief gehen. Dann könnte man hier irgendwo das Lager machen für Baumaterial und dann könnte man da oben Crude Spear, den wollte ich jetzt eigentlich noch nicht nehmen. Den legen wir nochmal hin. Die Kokosnuss ist wie festgewachsen. Komisch. Die muss ich nochmal ernten. Achtung, ich klicke jetzt links. Nee, doch da. Komisch. Als müssten wir sie nochmal ernten. Wachsen die wieder an und geben dann neue Palmen eventuell? Oder ist das nur ein Bug? Weil ich meine, prinzipiell müsste aus einer Kokosnuss ja eine neue Palme entspringen. Apropos Palme, die ist auch noch da. Sehr schön. Ja, eigentlich ist das hier ideal, weil ich, also vorausgesetzt, das backt jetzt nicht durch. Sieht eigentlich gut aus. Könnte man das hier eigentlich machen? Dann machen wir hier unser Kokosnusslager rein. Ja, doch, das gefällt mir. Die Idee ist gut. Vielen Dank dafür. Bäh. Glitch. Und irgendwo hatte ich auch noch Kartoffeln und sowas. Hier, da ist noch eine Krabbe. Die Drinkable Coconut, die lasse ich mal dort. Ups. Das war schon alles. Mehr Kokosnüsse haben wir nicht. Da ist noch eine. Ja, dann müssen wir uns auch bald mal welche von der anderen Insel rübernehmen. Jetzt frage ich mich noch, wo die Kartoffeln hin sind, die ich eigentlich mal hatte. Meine Kartoffeln. Wo habe ich die hingeschmissen? Hier waren doch auch Messer. Die Messer haben wir noch. Das haben sie übrigens auch gefixt, dass die Anzeige da der Haltbarkeit in einem Stack, den man hat, also ich glaube, unsere Potatoes sind weg. Oder ich habe sie verlegt. Aber dass die Anzeige der Haltbarkeit von Items, die man in einem Stack hat, jetzt immer der Haltbarkeit des ersten Gegenstandes im Stack, also des Gegenstandes, den man benutzt, entspricht. Die Krabben legen wir mal auf die Bank, wenn sie da halten. Du bleibst da oben. So, genau, dann haben wir das hier. Die Kokosnüsse kommen da rein und Kartoffeln müssen wir mal gucken. Entweder schmeißen wir sie dann später auch dazu, wobei die dann vermutlich von der Bank runterrollen würden. Müssen wir mal gucken. Machen wir hier Fische hin, da Krebs, da vorne Kokosnüsse und Kartoffeln weiß ich noch nicht. Komm in den Keller. Kartoffeln kommen in den Keller. Mal schauen, backen wir da immer noch durch? Wir kommen ja wieder raus dann. Ja, man backt da durch. Also die lassen wir am besten offen, dann wissen wir Bescheid. Und hier eine Leiter hochbauen war ja leider nicht. Aber was ich mir überlegt habe, ist eventuell noch ein Bett zu bauen. Das kann man ja auch wie eine Stufe benutzen. Einmal drauf, nochmal drauf. Ich weiß nicht, das bewegt sich allerdings dann jedes Mal. Mal gucken, ob das eine gute Idee ist, weiß ich nicht. Jo, da haben wir ein bisschen aufgeräumt hier, während Nebel war. Und ich lass mal meine Axt wieder hier. Die lass mal hier. Den Hammer lass mal hier. So, und dann... Eigentlich wollte ich ja mal eine Folge jetzt drehen, wo wir vielleicht eher so ein bisschen erkunden, mal ein paar Wracks suchen. Andererseits... Ich hätte jetzt schon irgendwie nicht übel Lust dran, dieses Häuschen mal fertig zu machen, oder? Komm, wir machen das erstmal. Wir sind mal konsequent. Und machen eins nach dem anderen, sozusagen. Also rüber zu unserer Insel und ich habe keine Ahnung mehr, wo sie war.
Irgendwas 340, 300 oder 230? Ja, 300 geht ja nicht. Oder aber doch, geht. Nee. Ich glaube zwischen 220 und 240. Das müsste also dann eigentlich hier so gewesen sein. Ist das die? Oder die? Oh, ich hätte mir das aufschreiben sollen, welche. 240, 260 ist die mehr. Das entspricht jetzt nicht meiner Erinnerung. Ich meine irgendwie was mit 30 im Kopf zu haben. Obwohl, nee, doch, das passt. Das ist ja 30. Bin ich mit dem Punkt drauf? So. Ja, doch, dann ist das die Insel gewesen. Die Insel muss das sein. Ich bin jetzt nur sehr gespannt, wenn wir jetzt einem Hai begegnen. Die sind jetzt deutlich aggressiver, greifen an. So. War was? Sind jetzt deutlich aggressiver und greifen an und ich habe, glaube ich, keine Waffe dabei, ne? Sollten wir uns sicherheitshalber... Ich probiere es mal so. Wenn wir sterben, haben wir jetzt ja gespeichert. Ich probiere es mal so, ob wir damit ankommen. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Haie jetzt direkt das Boot angreifen. Und damit sind sie in der Lage, einem das Boot unterm Hintern quasi wegzukloppen. Und das kann schon auch dann unter Umständen böse enden, ohne Waffe vor allen Dingen. Müssen wir uns halt beeilen. Auf dem anderen Eiland, auf der anderen Insel da drüben haben wir ja auch ein Bett. Dass die Sonne jetzt also gerade schon wieder am Untergehen ist, juckt mich mal ausnahmsweise nicht. Notfalls nächtigen wir dort und schippern dann wieder in Ruhe zurück. Wird irgendwie ein bisschen abgetrieben. Ach ja, nee, also ich finde es auf jeden Fall cool, dass die Entwickler echt doch in einer recht, soweit ich weiß, sind die zu zweit. Ne, muss man sich auch mal vorstellen. Was die hier zu zweit aus dem Boden gestampft haben, ist allein schon aller Ehren wert. Und dann jetzt noch innerhalb dieser kurzen Release-Zeit zwei recht umfangreiche Patches reingeschoben. Schon sehr viel von dem, was bemängelt wurde. Apropos. Ist relativ leise, das Game, ne? Ich mach mal ganz kurz Audio bisschen lauter, mach mal's. Das ist übrigens auch angepasst worden. Vorher hat dieser Knopf irgendwie keine Auswirkung gehabt. Hat auch jetzt nicht, oder? Also das Paddelgeräusch, habe ich das Gefühl, ist jetzt nicht großartig verändert worden, sondern einfach nur leiser. Weil die Wellen hört man relativ deutlich und das Paddelgeräusch ist in meinen Augen, oder Ohren vielmehr, da ist immer noch das Swoosh und Platsch und alles wie vorher, nur es ist einfach leiser. Aber ist auch schon gut. Einfach erstmal reagiert. Die Sachen, worüber sich beschwert wurde, haben sie gleich drauf reagiert, ein bisschen was angepasst. So gut es halt jetzt erstmal geht und dann irgendwann wird bestimmt auch mal ein neues Geräusch aufgenommen. Aber da würde ich jetzt als Entwickler auch nicht unbedingt den... die höchste Aufmerksamkeit drauflegen, jetzt neue Soundeffekte aufzunehmen. Das ist einfach nur deutlich leiser. So, und da sind wir auf unserer, hoffentlich auf unserer Insel. Ich vermisse gerade ein bisschen die Gegenstände. Quatsch, da liegen sie ja, die ganzen Kokosnüsse. Sehr schön, apropos. Naja, ein bisschen Hunger. Was wir hier nicht mehr liegen haben, scheinen Sticks zu sein. Dann müssen wir mal unsere ziemlich kaputte Axt nehmen. Und doch nochmal was fällen. Ein paar Bäumchen sind ja noch da. Aber von meinen Sticks ist nichts mehr übrig. Dann habe ich wohl das letzte Mal alles geräubert. Oder es ist vielleicht doch was verschwunden, wer weiß. Aber ich glaube, ich hatte alles. Wo ist sie denn? Da. Oh, da sind viele Kokosnüsse. Hier sind überhaupt noch viele Palmen hier. Jede Menge. Wir nehmen erstmal aus der Mitte. Da haben wir die Kokosnüsse auch schon geerntet. Na komm. So. Auch
hier sehe ich gerade keine Kartoffel. Einmal. Ja, wir brauchen noch Dach plus Wände. Ich denke mal, wenn wir jetzt die beiden Palmen hier zerlegt haben. Dann sollte das schon mal genug sein. So, das. Nehmen wir mal mit. Die dumm, die dumm. So. Die andere auch. Die Yuccas. Bisschen geschändet sind sie. Ja, so sehen meine Yuccas auch aus, die ich hier auf der Fensterbank habe. Nicht ganz so schlimm. Die eine habe ich jetzt letztens echt mal wieder eine Woche vergessen irgendwie zu gießen und dann lassen die ja doch ganz gut ihre Blätter hängen. Naja. Aber wie man daraus Seile flechten soll, weiß ich auch gerade noch nicht. Werde ich demnächst mal probieren. Mache ich dann im Livestream. Das wär's mal, oder? Survival Life. Gut, Dschungelcamp. Wir fangen vorne an. Na komm. So, jetzt wird wahrscheinlich meine Axt da aufgeben, aber ich habe ja noch da hinten ein Axtbauset. Na komm. Zum Glück habe ich mir das da hingelegt. Das werde ich auch wieder hinlegen. Wobei, mit dem Stein ist auch da ist weg. Es gibt auch kein Geräusch oder so. Rock. Muss man den noch ein bisschen näher? So. Crude Axe. So, dankeschön. Bräuchten noch einen Stein. Habe ich hier vorne noch Steine liegen oder habe ich die alle mit schon rübergenommen? Habe ich die alle mit schon rübergenommen? Das war wieder ein super deutscher Satz. Da liegt noch Stein genug. Auch wieder ein super deutscher Satz. Dann schmeißen wir da wieder einen Stein hin. Den Notfallstein. Ein Stick werden wir gleich haben und hoffentlich werden die Yuccas auch nochmal irgendwann nachwachsen. 4. Ach, passt. Haben die das verlängert oder hat das vorher schon so lange gedauert, bis man einen Lock zu Sticks umgedingst hat? Weiß ich jetzt gar nicht. Kommt mir gerade so lang vor, oder? Wie man da drauf ein... klöppeln müssen hier. Dann werden wir wieder 20 Sticks mit rübernehmen, wenn ich das so richtig überschlagen habe, was ich am Platz habe im Inventar. Und ich denke mal, damit können wir dann schon unser Häuschen auch fertigstellen. So, dann nehmen wir da einen Stick hier rüber. Und liegen da Lashings irgendwo? Ich habe jetzt gar nicht richtig geguckt eben. Wir werden jetzt hier eh übernachten, also ich hoffe, der Hai ist dann bis morgen weg. Ich bräuchte nur noch Lashings, ja. Solange noch hell ist, gehen wir mal kurz über die Insel und gucken, ob hier noch irgendwo eine Yucca steht. Hört gar nicht mehr auf, hier Terror zu machen, der Hai. Verfolgt mich scheins, hat mich über Land gewittert. Ja, so wird's sein. Haben die wirklich nur eine Yucca? Das war noch vorher mehr hier, oder nicht? Ach ne, da ist eine, zwei. Jetzt zwar schwören können, dass es drei waren, aber... Da will ich mich nicht, da ist doch die dritte. Okay, die brauchen scheinbar ein halbes Jahr, um nachzuwachsen. Hilft ja alles nichts. Gut, also zur Not, wenn denn mal hier die Axt kaputt geht, dann müssen wir halt... warten, bis die nachgewachsen sind oder zurückpaddeln. Ist ja auch kein Beinbruch. Das zerlegt man jetzt noch. Und
zack, zack, zack. Und das kann ich nicht mehr nehmen, aber wenn die weg ist, einen muss ich noch zerlegen, damit wir wieder ein Vierer-Stack kriegen. Das sind ja jetzt nur noch drei. Einen habe ich hier abgezogen. So. Dann mal ganz kurz schauen. Klong. Drinkable Coconut. Wir haben so viele da vorne liegen. Komm, ich nehme die jetzt. Ah, toll. Gut, die Axt brauche ich schon. Doch, die Axt brauche ich gleich noch. Nee. Dass er die nicht mal in die Hand nehmen kann. Schlürf. Oh, die wieder kaputt. Sollte jetzt zumindest so weit ausreichen, dass wir heute Nacht nicht verhungern werden. Hoffe ich. So, wo war das, das Bett? Da. Ach ja, guten Morgen. Das Flackern von der Sonne haben sie noch nicht behoben, wie man augenscheinlich sieht. Macht nichts, gibt Schlimmeres. So, eine Kokosnuss. Morgenritual. Eine? Eine. Müssen wir auch noch was trinken, oder? Ja, komm. Wir sind mal so frei und machen das, wenn schon richtig, dann... Es wäre zwar nicht unbedingt nötig, aber eh mal das jetzt verschwenden, sozusagen. So. Dann können wir die Axt da lassen, schmeißen uns noch vier Sticks in den Rucksack, in den nicht vorhandenen. Das soll es übrigens auch irgendwann geben. In der Tat, dass man sich Rucksäcke bauen kann oder finden kann. Hätte ich nichts gegen einzuwenden. Der Platz, der einem hier zur Verfügung steht, ist doch sehr, sehr eingeschränkt nur. Ich glaube, ich habe irgendwie in Erinnerung, dass wenn man hier so steht, die Insel, die große Insel hinter dem, also die müsste sein. Ich hoffe, nicht die, sondern die. Ja, es müsste passen. Hoffen wir es mal. Vor allem hoffe ich, dass dieser Hai jetzt weg ist, der hier ja die Nacht noch, oder besser gesagt, am Abend noch aktiv war. Ja, und dann haben wir auch schon, ich sehe gerade wieder, bin schon wieder im Überlängenbereich. Aber das geht echt so schnell. Vor allem, wenn man dann noch ein paar Patchnotes verliest. Was haben wir noch? Gibt es noch schöne Patchnotes? Während ich hier paddel, ich schaue gerade mal. Also die Turtle, also die Wasserschildkröten, die will ich ja unbedingt sehen. Da werden wir uns demnächst mal auf Tour begeben. Haben wir sonst noch was? Ein schöner Patch war Land Sharks and Land Whales fixed. Es gab in der Tat das Problem, dass Haie und Wale quasi durch die Insel durch geschwommen sind. Das haben sie gefixt. Land Shark and Land Whales fixed. Finde ich cool. Bisschen Humor bewiesen. Sonst noch irgendwas? Nö, eigentlich habe ich glaube alles verlesen. Beim Raft Motor, also beim Motor, den man sich hier bauen kann, mit den Teilen, die man in Schiffen findet, da haben sie auch noch ein paar Fixes reingebaut, dass der jetzt wohl mehr an Haltbarkeit verliert, wenn man ihn benutzt. Und dergleichen, aber das konnten wir ja bisher noch gar nicht kennenlernen. Da bin ich sehr gespannt drauf. Wenn wir denn das erste Mal so ein Ding bauen können. Das ist noch ein bisschen hin, glaube ich, weil wir haben, haben wir ein oder zwei Teile. Ich glaube, wir haben erst ein Teil gefunden. Unsere Insel markant mit den drei einzelnen einsamen Palmen. Das Schiffswrack müsste auch gleich ankommen. Ja, dann werden wir die nächste Folge noch ein bisschen bauen. Und die Sachen, die wir jetzt hier im Gepäck haben, quasi reinbauen. Ein paar Palmenwedel habe ich ja schon auf der Insel. Lashings muss ich mal gucken, ob es damit noch reicht. Könnte knapp werden. Achso, was sie auch verändert haben, ist übrigens die
die Spawnrate von Haien. So wie es mir scheint, ist das deutlich geringer geworden. Also es gibt jetzt weniger Haie, dafür sind sie deutlich aggressiver wohl. Das kommt doch dem Ganzen hier, ich sag mal, das macht das Ganze ein bisschen realistischer, weil vorher ist man echt in Haifischbecken gehüpft. Man hat ja keine 5 Meter rudern können ohne Bong, Bong, Bong. Ohne den berühmten Subwoofer Hai. So, wir sind da, wir sind wieder auf unserer Heimatinsel angekommen und tja. Pling! Da weiß ich immer noch nicht, was mit dieses Pling, Bloing, Bling. Na komm, macht nicht mehr. Egal, dann mache ich jetzt Bling, Bloing. Und zwar mit dem falschen Endscreen. Du bist eine Pappnase. Machen wir es halt so, ohne Endscreen. Ich habe noch den Endscreen von Arc Age, das hatte ich vorher aufgenommen. Tja, schade. Dann machen wir es halt so, ohne Endscreen. Was soll's denn? Oh, Fail. Sehr cool, ich liebe das. Wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Im Grunde genommen habe ich ja auch schon alles gesagt. Wir werden noch mal ein bisschen bauen und dann anschließend, wie ich es eigentlich schon mal angekündigt habe. Ich werde jetzt hier alles anzünden im Ausgang. Ich werde dann alles anzünden. Alles, es muss brennen. Oh, wenn das jetzt wirklich in Flammen aufgegangen wäre. Oh, Mann. Ach, ja. Ja, gut. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder hier im Traumurlaub am Traumstrand im Traumschiff. Wohl eher Albtraum. Nun ja, bis dann. Ciao.